Also jetzt ist sie ja noch irgendwie ein Kind, wird nicht so ernst genommen von vielen Leuten. Wenn sie mal richtig, also erwachsen ist und dann muss sie aktiv, Porn machen, um relevant zu bleiben. Wahrscheinlich, ja. Nee, aber ich denke echt, dass sie, dass wir noch viel von ihr hören werden. Also ich gehe davon aus, dass sie aktiv. Dion kennt mich halt einfach. Der muss hier nur so ein paar Prospekte hinlegen mit Sonderangeboten, bin ich sofort am Start. André liest den Playboy und du liest die Kaufland-Werbung. Ich werde genauso geil auf jeden Fall, wenn ich sehe. Ja, glaube ich dir. Richtig gut. Was uns zum letzten Hörerwunsch bringt, weil da ging es um Leben mit wenig Geld. Das war ein ausgezeichneter Hörerwunsch. Da hat man wirklich Tipps fürs Leben bekommen. Und genauso wird es jetzt auch wieder sein, nachdem ich dieses Mikrofon hier zurechtgerückt habe. Billig so. Leben mit Tipps von Robin Osterafu und Tino Anranzer. Richtig, das sind wir. Wir, namentlich Brennpunkt Internet. Mhm. Supergeiler Podcast. Der beste, den es gibt. Richtig, mindestens. Mhm. So, und wir sagen, was so die Woche passiert ist und machen kleine dumme Witze darüber. Aber nur und, kleine. Und am Ende sagen wir, na, die Woche, die war XY, die war eine 11 von 10, weil... Kann passieren, weil irgendwo jemand gestorben ist oder... Oder Tino so aussah wie Daniel Kübelböck. Kann passieren. Und ich ihn nicht erkannt habe. Das habe ich schon oft gehört, dass ich ihm ähnlich sehen soll und das macht mir ein bisschen Angst. Ich meine, also ich war ja mal als Kind so ein bisschen Fan von dem, ja? Also als DSDS noch cool war und es war was Neues. Aber du hast jetzt Angst, dass du von einem Boot springst, oder? Kann passieren. Aber ich habe Seepferdchen. Okay, na dann geht's ja. Nee, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, würde ich sagen. Es ist wirklich wunderschön, hier gerade zu sitzen. Frisch gebadet diesmal, ganz du im Gegensatz. So gut. Ich gebe mir Mühe. Ja, und wir gucken mal, was diese Woche so bringt. Ich habe da einiges. Gibt's denn schon Teil 3 unserer Fanfiction? Den gibt's noch nicht. Oh nein. Vielleicht gibt's den zum großen Special, 120. Ausgabe. Da war's jetzt richtig gehypt drauf, ne? Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Weil kaum habe ich von meiner Freundin die Erlaubnis bekommen, mit dir zu schlafen, muss ich hier warten und habe jetzt das Blue Balls Syndrom und heb mich für dich auf quasi. Dankeschön. Gerne. Wer sich auch aufgehoben hat, es ist also es ist nur eine kurze Rand. Wer sich auch aufgehoben hat, war der Euro gestern auf dem Fußboden. Nee, nicht ganz, eine Randnotiz, ist eigentlich kein großes Thema, aber ich fand es furchtbar lustig. Ich habe bei NTV eine Meldung gelesen, dass in Indien während einer arrangierten Hochzeit die Braut kollabiert ist, während der Zeremonie, und zack, bumm, hat der Bräutigam einfach die Schwester von der Toten geheiratet. Und da war als Überschrift, trink erst mal, als Überschrift, Zitat Familie, wir hatten ja eher gemischte Gefühle. Ja, geil. Das fand ich riesig. Aber also, die ist wirklich vor Ort gestorben. Die ist während der Zeremonie gestorben, zusammengebrochen einfach, war tot. Da haben sie in den Nebenraum gepackt, aufs Bett quasi. Und da haben die beratschlagt, die Familien, wir haben jetzt hier eine Familie eine Hochzeit organisiert, ist ja eh arrangiert gewesen, keine große Liebe, was macht man jetzt? Da hat irgendwer vorgeschlagen, dann soll er einfach hier ihre Schwester heiraten. Gebongt, einverstanden, cool. Hochzeit gemacht, abgedüst und die Familie der Toten ist da geblieben, hat dann noch eine Trauerfeier gemacht, alles in einem Aufwasch. Und dann das Zitat der Familie, wir hatten eher gemischte Gefühle, fand ich großartig. Durchaus, ja. Also da soll einer sagen, wahre Liebe gibt's nicht mehr. Das war scheinbar lieber auf den ersten Blick dann zwischen ihm und der Schwester. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die eine dann weg ist, der erste Blick zur Schwester, ach, die ist auch ziemlich geil. Liebe, zack, bumm, heiraten. Ja. Das musst du erst von deinen Kindern erklären, ja? Indien ist ein wunderschönes Land. Das Kastensystem kann ich nur immer wieder loben. Da wäre ich, glaube ich, ganz, ganz weit oben, weil ich bin ja auch reich geboren einfach. Reich geblieben. Ja. Und jetzt sitze ich hier im Brennpunkt Internet, wo nur die Elite sitzt. Ich hatte ja eine Doku gesehen über Incels. Hatten wir das schon mal im Podcast? Ich weiß gar nicht. Das sind diese Männer, die Frauen hassen, aber irgendwie Frauen auch haben wollen. Involuntarily Celibate oder so. Also gegen den eigenen Willen abstinent lebend. Genau. Von Frauen. Das ist so eine Gruppierung, aber so ein Lebensgefühl von Männern vor allem, also eigentlich nur Männern, die Frauen hassen. Und da gibt es solche Foren online, wo da gibt es so Topics wie, wenn es dir heute schlecht geht, klick mal hier drauf. Mhm. Dann hast du halt so ein Thread mit toten Frauen, mit Frauenleichen und so weiter, die abgeschlachtet sind.
Und die hassen Frauen, aber aus dem Grund, weil sie keinen abbekommen. Und sie wissen, dass sie lächerlich sind und nicht dem Typ entsprechen, den Frauen angeblich haben wollen. Und haben deswegen sich entschlossen, Frauen zu hassen, aber verlangen gleichzeitig eine Art Kommunismus einzuführen, in welchem jedem Mann eine Frau zusteht. Das geht ja so ein bisschen auf das Manifest zurück von Elliot Rodger, der ja auch ein Incel war, ohne sich, glaube ich, da unbedingt zuzuzählen, aber das war dieser Attentäter aus Santa Barbara in Amerika, der auch vorher YouTube-Videos gemacht hat und bei einem Reddit-Cringe-Forum öfter mal gepostet wurde. Und alle schon so, uiuiui, hier sind aber viele Red Flags, das ist aber ein komischer Typ. Und ein paar Wochen später hat er halt ein paar Leute umgebracht. Er war nicht der Einzige, es gab noch mehr Attentäter, die auch Incels gewesen sein sollen. Auch Christchurch, glaube ich, der Attentäter aus Halle und so, das waren alles irgendwie Leute, die es offenbar mit Frauen schwer hatten und in diesen Foren unterwegs gewesen sein sollen. Ja, da ist ja auch so ein bisschen die Mentalität dahinter, so die haben mir zu folgen, so, also die mir steht eine Frau zu, nicht so gar, ja, es ist schwer zu sagen, aber dieses, also dieser Elliot Rodger zum Beispiel hat halt immer, der war sehr von sich überzeugt, hier, I'm the Supreme Gentleman und so, ja, der hat sich halt krass selbst geliebt und daraus, aus dieser Diskrepanz, dass dann trotzdem irgendwie keine Frau an ihm Interesse hatte, ist so eine Wut entstanden, dass er dann losgezogen ist. Hat dann aber leider nicht geschafft, oh leider, hat dann aber nicht geschafft, diese Frauen zu töten, die er eigentlich töten wollte, so ein Frauen-Mädchenhaus irgendwas an der Uni, hat dann stattdessen seine Mitbewohner umgebracht. Völlig random. Männlich oder weiblich? Männlich. Der ist halt tatsächlich an einer verschlossenen Tür gescheitert. Oh ja. Und ist dann irgendwie auf Fahrerflucht gegangen, ganz beschissen und zwar ganz, ganz armseliges Würstchen und genauso ist auch sein großer Tag verlaufen. Und aber ich dachte, er gilt so als Koryphäe der Incels und so und macht ihn nach, so macht das auch, was er gemacht hat. Aber er hat ja keine Frau getötet offensichtlich. Verstehe ich dann irgendwie nicht. Ist richtig, naja, der hat halt dieses Manifest geschrieben, aber was auch völlig, völlig wirr ist. So. Wie der Hallattentäter, der ja auch irgendwie in die Synagoge einbrechen wollte, hat es nicht geschafft, hat er irgendwie random zwei Menschen abgeknallt, die er auf der Straße getroffen hat. Ja. Also große Versager, zum Glück große Versager, dass sie halt echt nicht mehr Menschen getötet haben. Ja. Jedenfalls gibt es da gerade eine ganz spannende Doku auf YouTube, ich weiß gar nicht von wem. Glaube ich, ein Funkkanal irgendwie, Y-Kollektiv oder sowas. Irgendwer von denen hat eine. Die machen gute Dokus. Für Funk würde ich nie irgendwas machen. Nee. Ich auch nicht fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Yes. Niemals. Was eventuell auch ein Versager war, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe das jetzt die letzten zwei Tage nicht nochmal nachgelesen. Ich gucke, glaube ich, einfach mal nach, nicht, dass es da neue Entwicklungen gibt. Eventuell steckt da ein Versager dahinter. Das war meine erste Vermutung, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Es gab nämlich in Barmbek bei Hamburg eine Explosion in so einem Studio. In einem Studio, wo unter anderem die Rocket Beans ihr Merchandise haben. Und einer der Rocket Beans, so ein Mitarbeiter, auch so einen Raum für sich hatte, wo der immer gestreamt hat und so. Der war da wenige Stunden vorher noch da. Und da gab es eine unerklärliche Explosion. Und jetzt ist erstmal das Merchandise dicht bei den Rocket Beans, zu großen Teilen. Das heißt, die gehen jetzt pleite. Schade. Ja. Ich gucke nochmal nach, ob es da nicht vielleicht doch mittlerweile eine Erklärung für gibt. Aber das ist ganz witzig. Ich habe halt wirklich am Anfang gedacht, wo wir gerade von so ein bisschen toxischen Leuten reden, wobei ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren will und so, ne? Aber wir hatten ja auch schon mal über das Rocket Beans Circle Jerk geredet, wo die Leute tagtäglich ihren frustfreien Lauf machen. Das sind dann halt hauptsächlich verprellte Fans von früher. Eine zum Beispiel, die da jetzt rumgeistert, ist die Erstellerin von Moini. Das ist so ein Maskottchen, das bei Moin Moin, also so eine Sendung von Rocket Beans, immer ausgelegen hat. Sie hat es halt selbst gestrickt oder was auch immer. Und das ist dann aufgetaucht beim Backyard Sale oder wie das ist, heißt. Da haben die dann, weil die so viel geschickt bekommen haben, haben die das dann auf einer Art Flohmarkt verkauft. So, und das findet sie natürlich nicht so cool. Und deswegen ist sie dann auch ins Circle Jerk. Gibt halt da einige Leute, die sehr unzufrieden sind mit den Rocket Beans. Ah, okay, weil sie quasi Fanpost verkauft haben. So ungefähr, genau. Und das kann ich verstehen. Dennoch geht das mir einfach viele Steps zu weit so. Also klar, dann bist du halt enttäuscht und ich verstehe es auch, dass da dein irgendwie Jahre an Investment drin sind, aber irgendwie eine sich Bombe da... Bombe entzünden ist schon... Nein, das war nur mein erster Gedanke, dass das, weißt du, weil das halt das Rocket Beans Merchandise war, dass das vielleicht so ein Querschläger von dem war. Kann ja sein, kann ja sein.
Ich muss es mal googeln, aber während ich rede, kann ich das nicht machen. Aber egal, ich finde es trotzdem spannend, dass die Leute das tun, sich da so intensiv auseinanderzusetzen. Aber mir wäre es einfach nichts. Tagtäglich ins Circle Jerk gehen und sagen, guck mal, das war wieder scheiße, das war wieder scheiße, das war wieder scheiße und hier drüber lustig machen. Also das ein oder andere lustige Meme gibt es ja. Dann werden dann halt von Etienne Gardet irgendwelche Sprüche aufgegriffen. Hier, du Affe, mach dich mal locker und sowas, was er halt schon gesagt hat. Es sind also Aber Leute, die sind Rocket Beans Hater und die gucken jedes Mal Rocket Beans und klicken auf die Videos, nur um die hassen zu können. schon so ein bisschen. Aber ich glaube, es sind wirklich zu großen Teilen ehemalige große, harte Fans, die halt irgendwie enttäuscht worden oder irgendwie. Ja, weil am Anfang hieß es ja, ey, wir wollen Spenden sammeln, damit wir unabhängig sind. Und jetzt wird halt quasi jede Produktplatzierung mitgenommen. So. Das verstehe ich alles, dass das nicht cool ist. Aber das macht doch dein eigenes Leben nicht geiler, wenn du da jeden Tag dich irgendwie auslässt. Ja, dann schließ halt ab damit, guck nicht mehr rein und fertig ist. Ja, die fühlen sich halt wie die großen Retter vielleicht, weil sie ihre großen Helden oder irgendwas erwischen, was nicht so geil ist. Und dann erhoffen sie sich, dass sie diese eine Entdeckung machen und die eine Aktion machen, um alle wachzurütteln. Hier, passt auf, ich bin enttäuscht von denen, du musst auch enttäuscht von denen sein, um so Leute wie ihre Seite zu ziehen, so ein bisschen. Ja. Rocket Beans, das waren doch die Game One-Leute, die ehemaligen, ne? Genau. Die haben jetzt was mit dir gemeinsam. Du hast ja auch kein Merch. Weißt Stimmt. Ja, danke, du? Ihr dass könnt Sie da so ja. solidarisch sind. Ja, genau. Bist du nicht eh eingestellt bei denen als Praktikant oder Das so? stimmt, ja. Etienne hat meine Bewerbung angenommen. Sehr Also, schön. der Täter ist weiterhin unbekannt oder ob's, also die Ursache, Oder ja. Täterin? Richtig, also das war jetzt nur mein erster Impuls. Es hat ja auch nicht das Lager, das Merchandise-Lager an sich hochgesprengt. Es war irgendein anderer Raum. Aber dass die Ursache weiter, selbst die Identität des Opfers ist unklar. Krass, okay. Das habe ich ihm vergessen zu Es gibt erwähnen. einen Toten. Eine Person ist tatsächlich gestorben dabei. Und die wissen noch nicht, wer. Die wissen tatsächlich noch nicht wer. Am Ende war es Etienne. Nee, es war wahrscheinlich wirklich einer von den Rocket Beans, weil die haben mittlerweile so viele Angestellte. Die wissen gar nicht, wer das ist. Kann ich verstehen, Ja. ja. Da gab es auch so eine Situation, wo irgendwie ein Valentin bei den Rocket Beans verhindert hat, dass nachts jemand einbricht in deren Studio. Und dann hat aber Simon, weil der den nicht so kannte, also seinen eigenen Angestellten, hat er dann halt Sarazar, den anderen Valentin, in seinem Telefonbuch angerufen, hat gesagt, ey, du hast hier irgendwie verhindert, dass jemand bei uns einbricht, das ist ja super cool. Also er ist davon ausgegangen, dass Sarazar irgendwie random in deren Studio abends rumchillt. Und verhindert, das war also, Sehr dumm. ja, das sind auch so Sachen, die man dann da mitkriegt. Aber wie gesagt. Das gab es ja bei Stefan Raab auch damals, so erkennen den Mitarbeiter, wo dann Raab auch wieder erkennen sollte, wer das ist, und er kannte die meistens gar nicht. Ja. Asoziales Pack. Sehr. Wir sind sehr Ja. gespannt auf die Entwicklungen. Wer hat's gemacht? Was ist passiert? War es nur ein Unfall? Wer ist umgekommen? Und Wir halten euch spannend. up to date. Einschalten, nächste Woche wieder den Brennpunkt hören. Ja. Ähnliche Explosionen, aber eher verbaler Natur, gab es beim Drachenlord. Da ging es mal wieder richtig zur Sache. Und diesmal vielleicht so eine Art Wendepunkt gewesen, muss ich sagen. Denn es waren 15 bis 20 Leute bei ihm nachts vor der Tür, also vorm Tor, muss man sagen. Er hat da so ein Makeshift, wie sagt man, so ein ranziges, selbstgebautes Tor halt. Und die haben immer wieder davor getreten und so dran rumgewackelt und dieses Tor hat standgehalten. Also das war fucking Gandalf vorm Balrog oder so, richtig gut. Er kommt halt raus, er hat das alles gefilmt und veröffentlicht. Er kommt raus und diskutiert mit denen und sagt, völlig zu Recht, wenn du mich fragst, ihr seid hier irgendwie zu 15 oder zu 20. Ich glaube, es sind eher so 15, aber ist egal. Also alles über zwei Leute ist einfach lächerlich und fühlt euch halt stark so und randalieren da halt rum. Und ich denke mir, okay, logische Konsequenz, dass auch sowas passiert. War dann ganz überrascht, dass in den Kommentaren unter dem Upload viele seiner Hater auch so gesagt haben, so Surprise Pikachu Face, oh, das geht aber jetzt zu weit. So. Also jeden Echt, auf Tag dahin einmal, weißt du, die pilgern. werfen da Böller auf sein Grundstück Ja. und machen irgendwelche spontanen Demos, wir müssen den Drachen schlachten und so. Ja. Voll lustig, lol, troll und so. Und da ist die Grenze, finde ich Da ist interessant. tatsächlich in irgendeiner Form die Grenze erreicht, weil es halt wahrscheinlich, man merkt, dass die alle besoffen sind, man hört es raus, dass sie, ich glaube, dass das irgendwie für die so ein Ding ist. Und ja, keine Ahnung,
Und wie alt waren die? Waren das so Jugendliche oder waren die erwachsen? Schwer zu sagen, ist halt so eine Nachtaufnahme, ne? Aber also, die haben schon eher gewirkt von 15 bis 25 irgendwie so in dem Rahmen, keine Ahnung. Und ja, also es ist doch irgendwie logisch, dass das irgendwie eskaliert früher oder später. Und auf einmal heißt es dann, ja, aber die Leute, die spielen das Drachengame gar nicht mit. Das ist nicht das Drachengame. Als Was würde, ist denn das Drachengame? Ja, eben, als würde die Person das irgendwie festlegen. Das ist doch klar, dass das irgendwie zum Selbstläufer wird. Und nur weil die Leute, die da jetzt besoffen an dem Tor rumruckeln. Und Alter, es ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob du dieses Foto kennst oder dieses Video, wo zwei Hunde sich gegenüberstehen und der Zaun ist zu. Ja, genau. Und die bellen sich übelst an und dann geht der Zaun auf und alles ist ganz ruhig. Stimmt. Genau so musst du das vorstellen. Es ist exakt die gleiche Dynamik. Der Drachenlord geht einen Schritt auf dieses Tor zu, 15 Leute gehen 5 Schritte zurück, ja. Dann bellen die sich die ganze Zeit an. Und ich wette, wenn das Tor aufgegangen wäre, hätten sie auch nur wieder dumm Null gemacht und wären dann halt abgegangen. Wobei die ja natürlich alkoholisiert waren, das kann man nicht genau wissen. Alle Leute, die bei einem Drachenlord vor dem Grundstück stehen, bekommen von mir den Holzwurm auf den Tisch gestellt. Die Holzschnecke. Holzschnecke war es. Sorry. Holzwurm. Die Holzschnecke. Die absolute Holzschnecke. Der Holzwurm, genau. Ja. Ohne Spaß. Ich habe es schon so oft gesagt, ich find's bescheuert. Ich find's dumm. Ich find's, weiß ich nicht, unreif. Ich kann auch verstehen, dass man den Drachenlord kritisiert. Genau wie bei beim Circle Jerk. Der hat halt viel Scheiße gebaut. So. Ja. Aber warum investierst du so viel Mühe und Hass? Also auch hier, das macht doch das Leben von diesen 15 Leuten nicht angenehmer, glücklicher, was auch immer, wenn die da irgendwie an dem Tor rumlatschen. Die müssen so ein kleines Ego haben und so wenig Selbstwertgefühl, dass sie halt auf so eine vermeintlich kleine Person eintreten müssen, vor allem auch noch in der Gruppe. Mein Statement ist und bleibt: Wer sich mit dem Drachenlord so krass beschäftigt, dahin zu fahren und den zu, also auch physisch aktiv zu nerven, der ist noch weit unter dem Niveau des Drachenlords. So. Das geht auch in Richtung dieser ganzen Durians, die es alle gab. Ja, also, diese furchtbaren, vermeintlich lustigen YouTuber, die irgendwelche, die mit den Gefühlen von Drachenlord gespielt haben. Ich finde das einfach lächerlich und unreif. Ja, ich kann auf jeden Fall das Hinpilgern ein bisschen nachvollziehen, weil es halt so ein Internet-Meme-Culture-Ort ist. So, das kann ich verstehen, aber dass man den dann halt provoziert, das ist so dumm, Alter. Es bleibt halt ein Privatort. Also wenn es jetzt irgendwie eher ein Café hätte oder sowas, dann kann man da ruhig hinpilgern, aber es ist ein fucking Privathaus. Klar, er ist selber schuld auch daran, dass er seine Adresse geleakt hat und Menschen provoziert hat, da hinzukommen. Aber auf der anderen Seite, wer dem folgt, ist halt mindestens genauso dumm, wie der Drachenlord selber zu sein scheint. In seinen Videos. Der ist schon nicht der geilste Typ auf jeden Fall. Ist er nicht, nee, aber... ja, einfach... ist auch keine das Gefahr. Ding, ihn einfach ignorieren wäre halt hier wirklich das Effektivste. So, wenn der halt... Ich meine, der steigt ja auch gerade übelst hart mit seinen Abozahlen die letzten Monate. Egal. Das dazu. Mich hat es einfach überrascht, dass die anderen so überrascht waren. Ich habe das tatsächlich durch MCM mitbekommen, dass da halt irgendwie sowas war. Und aber ich finde diese Aktion eigentlich... Also... Wenn du mir das so erzählst, dass Jugendliche vor seinem Haus standen und vor den Zaun getreten haben, hätte ich gesagt, ja, Business as usual, das bist du wahrscheinlich jeden Tag bei ihm zu Hause. Dass da jetzt so eine Grenze gezogen worden ist, verstehe ich jetzt in der Relation nicht, aber... Ich verstehe es auch nicht ganz, deswegen war ich ja so überrascht, dass die Kommentare, die waren voll von Surprise Pikachu, ich kann es echt nicht besser ausdrücken, dieses Huch, wie ist denn das jetzt so weit gekommen? Ja. Naja, wie ist das denn so weit gekommen, kann man auf jeden Fall auch bei Trumps Blog sagen. Ja. Der ist nämlich nicht sehr weit gekommen. Er hat aufgehört. Ne? Er hat nach 29 Tagen wegen sehr wenig Interaktion mit diesem Blog aufgehört. Ursprünglich hieß es ja, wir machen eine eigene Social-Media-Seite, fuck off mit Twitter, wir machen unser eigenes, wir machen Trumpler, ja. Twitler, wir machen irgend sowas in die Richtung. Und dann war es halt einfach nur auf seiner eigenen Website eine Seite, wo er halt täglich quasi Tweets posten konnte. Ein Monolog sozusagen. Genau, schön Monologe halten konnte. Und nach 29 Tagen musste halt festgestellt werden, das guckt sich kein Schwein an. Also es ist echt krass. Er ist nicht mehr relevant, aber scheinbar plant er sein großes Comeback. Habe ich auch mir auch aufgeschrieben. Angeblich hofft Trump darauf, im August wieder im Weißen Haus zu sitzen, weil jetzt irgendwelche rechten Gruppierungen eine Neuauszählung provozieren in Phoenix.
Und sie wollen quasi Wahlbetrug in den Swing States nachweisen. Und das haben wohl diese rechten Gruppierungen, so QAnon-Anhänger und so weiter, haben das wohl initiiert. Und ganz üble Leute, die echt in eine rechtsradikale Schublade gesteckt werden müssen. Und Trump ist wohl aktiv dabei, das zu verfolgen und hofft natürlich auch, ins Weiße Haus einziehen zu können. Der hat sich da so an die Kloschüssel gewöhnt. Stell dir mal vor, du musst auf das gleiche Scheißhaus gehen, auf das er 4 Jahre gegangen ist. Irgendwie ekelhaft. Der hat garantiert die ausgetauschte Kloschüssel. Der beiden, wenn er klug ist, ja. Ja, ja, klar. Und dann gab es noch diesen Michael Flynn. Yes. Und der hat wohl zu einem Militärputsch aufgerufen. Das ist aber schon von einer Weile. Auch schon gewesen. Öfter, genau. Ja. Aber er hat es wohl jetzt wieder wiederholt. Wahrscheinlich so, wenn das halt alles nicht funktioniert, hat es so in den Raum gestellt. Dann haben es die Mainstream-Medien aufgegriffen, dass er das gesagt haben soll. Na, der behauptet, das stimmt, habe ich nie gesagt, das ist Fake News der Mainstream-Medien. Mhm. Dann gab es aber ein Video mit einem Beweis, dass er es gesagt haben soll und so. Also, dass er frisch ertappt worden, wie er gelogen hat und so. Also auch da Business as usual. Ja. Der Daily Trump kommt wohl zurück. Der soll da jetzt auch ein bisschen investigated werden. Mhm. Mal gucken, ob das sind halt immer so diese Dinge. Ich meine, wie oft wurde auch gesagt, Trump wird jetzt investigated, aber solange da nichts Konkretes rauskommt, ist das halt alles Bullshit. Ich habe auch gelesen, dass wohl Obama Merkel überredet hat, nochmal anzutreten damals. Als Präsident? Ja, ja auch. Aber als Bundeskanzlerin, weil sie ja schon mal aufhören wollte. Mhm. Und Obama muss dann wohl gesagt haben, nee, mach weiter, gerade jetzt, wo Trump an der Macht ist, braucht sie jemanden wie dich. Und da ist sie offenbar wegen Obama nochmal angetreten. Hm. Beachtlich. Das wäre ja süß, wenn das so wäre. Ja, die waren ja echt Best Buddies. Also da gibt es ja so Geschichten über die beiden. Die ficken doch. Das kann sein. Ja. Also ich würde sowohl Merkel als auch Obama eine offene Ehe zutrauen. Hm. Die haben ja beide EhepartnerInnen. Und es kann ja sein, dass die... Haha. Und ich glaube, und ich würde es den beiden zutrauen. Gerade Merkel aus DDR-Zeiten, ja, es war ja auch alles so ein bisschen... Obwohl, halt nicht freie Liebe. Nee, aber FKK. Jedenfalls weiß die ja, wie es ist, sich anderen Leuten nackt zu zeigen. Und vielleicht auch eines Tages kam Obama in ihr Büro. Oder sie kam in sein Büro, ins Oval Office, weißt du, Oral Office. Mm. Und dann gab es Oval Traffic. Warum hat Merkel kein Ovary Office, den Eierstock Office? Stimmt. Gut, dass ich Office mit Office übersetzt habe. Sag mal, würdest du auch dann statt Partnerschaft Partnerinnenschaft sagen? Weiß ich gar nicht. Ja. Das ist ein Wort, was ich selten dachte, benutze. Partner ist halt auch ein Lehnswort aus dem Englischen, was nicht gegendert wird. Und Partner ist halt neutral. So. Das mein können Partner, wir gerne über unseren Hörerwunsch ausdiskutieren. Ja, wir haben dann nämlich so einen Hörerwunsch übers Gendern. Da freuen wir uns oder doch sehr. Oder einen Hörerinnenwunsch, ich weiß nicht. Deine hässliche Schnauze. Wer, welche Frau... fühlt sich nicht angesprochen, wenn ich sage, unsere Hörer. Gibt's bestimmt welche. Ja, die sind dann dumm. Und die hören uns halt nicht, weil uns doch kluge Leute hören. Ja, genau. Aber mehr dazu im Gendern Hörerwunsch. Und nach diesem Hörerwunsch ist dieses Thema ein für alle Mal durch. Ja. Dann, wir werden das Problem in diesem Hörerwunsch lösen. Notfalls mit Gewalt. Notfalls mit Gewalt. Ja. Notfalls mit Gewalt wollte auch Bam Majera seine Probleme lösen. Ist der denn ein Begriff? Na klar. Okay. Der ist von Jackass und so, hatte auch dieses, so eine, wie heißt denn das, so eine Reality Show auf MTV Viva La gehabt. Bam und genau, so. Genau. Mhm. Wo er seinen dicken Vater immer gemobbt hat. Also sehr witzig. Ich würde nicht sagen, es ist mein Kindheitsheld oder so. Mhm. Aber geht schon in diese Richtung, weißt du, wenn du als Wanst irgendwie so einen Gestörten siehst, den du cool findest, so in diese Richtung. Ich habe noch nie wirklich Leute irgendwie als Idol gehabt, aber den fand ich schon ziemlich cool. Und deswegen, was da in dem letzten Jahr oder eigentlich in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren, seit sein Kumpel damals gestorben ist, was da passiert ist, das ist richtig bitter. Mhm. So, und jetzt geht's natürlich, Jackass 4 ist in den letzten... Habe ich gelesen, ja. Die letzten Vorbereitungen oder die Filme quasi auch schon. Und er fand das gar nicht geil, dass er da ausgeschlossen war, beziehungsweise hatte er sehr viele Auflagen, an die er sich hätte halten müssen, um auch mitmachen zu dürfen. So, und eine dieser Auflagen, wie er sagt, unmöglich. Also, they had me jumping through hoops and walking on eggshells, which is impossible, hat er so gesagt. Also, das, was für ihn so unmöglich ist, ist, keine Drogen konsumieren. Das war eine der Auflagen, dass er quasi das Jahr davor komplett clean sein muss. Oh. Und das ist für ihn halt unmöglich. Das sagt er natürlich da nicht so, dass es darum geht. Und jetzt hat er den Director Jeff Tremaine, der auch damals schon mit den CKY-Videos und so angefangen hat, hat er gedroht,
dass er jetzt ihm einen Scheck ausstellen soll über die üblichen 5 Millionen oder so. Ansonsten, wenn er das nicht macht, soll er sich seine Kinder angucken und dann soll er den Scheck unterschreiben. Und wenn er geizig ist, soll er nochmal seine Kinder angucken und dann unterschreiben, weil sonst kann es sein, dass er irgendwann nicht mehr sicher ist. So, also eine echt harte Drohung so als Nachricht, wahrscheinlich wieder irgendwie im Suff oder so erstellt. Und jetzt gibt es eine Restraining Order gegen ihn. Also Bam Margera darf sich jetzt Jeff Tremaine und seiner Familie nicht auf 100 Yards nähern, also ungefähr 100 Meter. Und das ist einfach, es ist eine Shitshow, was bei Bam Margera abgeht die letzten 10 Jahre. Aber ist er so krass noch im Drogensumpf drin, ja? Ja, also er hat jetzt irgendwie vor 1-2 Jahren wieder angefangen, ein bisschen zu skaten. Das hat ihm geholfen, weil Skaten einfach nach wie vor... Skaten und Drogen, das ist ja quasi eins. Das gehört zusammen. Skaten ist die beste Droge, so kann man es sagen. Oder so. Ja, ja, das ist einfach nur bitter. Also der hat so viele Shitstorms jetzt durch und da gab es auch so viele Videos, die ich dann auch bei Reddit im Cringe-Forum gesehen habe, wie er dann irgendwie... halt seine privaten Probleme mit seiner Freundin und so in so öffentlichen Posts auf Instagram, das ist, da will ich gar nicht reinfolgen, das ist wirklich die Dekonstruktion von einem Kindheitsheld, so, das ist so unangenehm. Ja, glaube ich. Im Gegensatz dazu Steve O zum Beispiel, den kennst du ja wahrscheinlich ja, auch, ja. Der war halt eigentlich früher der abgefuckteste von allen, der die widerlichste Scheiße gemacht hat, der die härtesten Drogen genommen hat und der hat halt kompletten 180 gemacht und ist daraus, der macht halt immer noch crazy Shit so. Aber nüchtern. Ist aber halt nüchtern so. Das ist halt echt genau das Gegenteil von Bam Margera, was halt echt schon ein bisschen bitter ist. So. Und Johnny Knoxville, ja, ist alles coole Leute. Also ich habe ja auch als Jugendlicher und Kind Jackass gesehen. Ich war jetzt nicht so gehypt von denen wie du wahrscheinlich. So. Also ich habe mich dadurch nicht inspirieren lassen, auch Videos zu drehen. Aber ich fand es schon unheimlich witzig, wenn sich da irgendwie jemand so mit einem Kondom ein Spielzeugauto in den Hintern reinschiebt. Das war schon witzig. Ja, die Sachen habe ich tatsächlich am wenigsten noch gefeiert. Am meisten fand ich immer die Stunts halt geil einfach, ne? Also Stunts im Sinne von irgendwie eine Art Flugphase. So, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Johnny Knoxville ist halt echt schon 50. Also ich bin sehr gespannt, Jackass 4, ob das eine ähnliche Dynamik hat wie die ersten Teile oder halt die frühe Show. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich so eine familienfreundliche Prank-Show werden, so Comedy-Street-artig. Ich glaube, die werden auf jeden Fall mehr Richtung Prank-Richtung gehen und Richtung widerliche Sachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich... sehr stuntlastig wird. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ein Kotzomelett machen ist wahrscheinlich laut Definition auch ein Stunt, aber das sehe ich nicht als Stunt. Stunt ist halt für mich wirklich mit einer Art Sprung, Flug, sonst was, irgendwas verbunden. Nein, die Frage ist ja, wer das produziert, ne? Was für eine Produktionsfirma und wie streng die da sind. Da gibt es auch diejenigen, die sehr progressiv sind und sagen, hier, macht euren Scheiß. Und dann gibt es halt welche, die haben eine so strenge Auflage, nicht nur mit den Drogen, die sagen dann auch, hier, wir wollen das vermarkten an 12-Jährige und so. Oder noch jüngere Leute. Und dann deswegen bitte keine harten Sachen machen. Nichts mit Kotze, Pisse oder Sperma. Yes. Kann sein. Glaube ich aber nicht. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall vertreten sein. Es kann auch sein, dass Produktionsfirmen, die im Kopf den Satz haben, ich hasse Kinder, und dann zulassen, härtere Sachen zu zeigen. Wie auch Till Lindemann in seinem neuen Song. Ja. Ich hab's versucht. Er hat zum Kindertag einen Song herausgebracht mit dem Namen Ich hasse Kinder und hat damit einen riesigen Shitstorm ausgelöst. In den, naja, normalen Medien so, die Bild und RTL haben berichtet, oh, hasst Till Lindemann Kinder und... Ich muss sagen, Till Lindemann ist für mich langsam nur noch so ein Edgelord. So ein Ich finde das nicht so geil, muss ich sagen. Das er wird so immer besser, ohne Spaß. Ja? Er singt immer besser und er geht immer weiter mit seinen Provokationen. Es ist nicht das, was er mit Rammstein macht. Ich finde, es ist ein Unterschied, was er jetzt macht. Er macht ja so zwischen Ich hasse Kinder, macht er ja auch so russische Schlagersingen, macht er ja auch gelegentlich, so nur Klavier begleitet und so. Und ich finde, er macht irgendwie gerade so Sachen, die man nicht erwartet. Das ist so, du weißt nicht, was... Ja, wenn ich jetzt hier auf den Tisch scheiße, erwartest du das auch nicht. Nee. Also das finde ich per se jetzt auch nicht gut, aber... Ich weiß nicht, ich fand schon Fick, Mathematik und sowas, weißt du, das... Aber es war halt voll so das Ding, was macht ihr da schon wieder? Das ist so, oh mein Gott, so ein OMG-Moment mit Haftbefehl. Hätte keiner gedacht. Ich komme gleich mal auf eine andere Sache. Eine künstlerische Darbietung, ja. Die auch nicht ist, was man erwartet und wo man auch überrascht wird. Was einfach Lichtjahre davon entfernt ist irgendwie. Also
ich weiß nicht, für mich fühlt es sich halt an wie, weiß ich nicht, bei Marilyn Manson war das auch so ähnlich. Ey, ich habe jetzt dieses Image, ich habe diesen Ruf, ich muss jetzt mal wieder irgendwas machen, ich scheiß jetzt halt hier auf die Bühne, so, weißt du, also für mich das fühlt es sich so ein bisschen so an. Das ist für mich aber ein anderes Level. Ich finde, dass Manson sehr würdelos geworden ist und sein Charakter so ein bisschen abgefallen ist und seine Fassade völlig abgebröckelt ist inzwischen. Bei Lindemann ist es nicht der Fall. Der hat sich irgendwie neu erfunden. Der hat ja mit David Garrett dieses Lied gemacht, Aller Tage ist kein Sonntag, das aus dem Schlagerlied ist, aber mit so einem krassen Video, wo sie an alle erhängen und so. Ich hasse Kinder, jetzt ist großartig, was so Mobbing aufgreift irgendwie. Er wurde in dem Video quasi als Kind gemobbt in seiner Schule und als er erwachsen war, hat er dann die ganzen ehemaligen Kinder getötet, so. Hat quasi die Aussage nochmal umgedreht, Video und Song. Und ich bin Riesenfan und ich weiß nicht, ich finde es fast besser als das, was Rammstein zuletzt gemacht haben. Klar, Deutschland, geiles Lied und so. Mhm. Aber das hatten wir auch hier im Podcast schon erwähnt. Aber das Album an sich, was sie rausgebracht haben, fand ich ein bisschen schwach. Mhm. Ich persönlich. Und da würde ich aber auch drauf, also dieses Deutschland-Ding, da war der Shitstorm ja auch vielleicht ein bisschen überzogen. Das war ja aus diesem Teaser entstanden, wo man nur irgendwie Juden sieht, was dann aber im kompletten Video ganz anders rüberkam. Wo sich die Band selber als jüdische Häftlinge darstellt und erhangen werden soll. Aber Video rebellieren sie ja und können die Nazis quasi töten. Das ist ja. Ja, und deswegen, wenn hier, ich habe das nicht so mitgekriegt, dass die traditionellen Medien da so durchgedreht sind. Mhm. Aber anhand dessen fühlt sich das für mich immer an wie, also die Medien haben ja auch was davon, wenn es Shitstorme gibt, ja, klar. Da gehen die Klicks halt hoch und deswegen wird das schön out of proportion geblowt, wie der Neufranzose sagt. Ja, die alten Medien, also das ist eh so ein Ding. Ich habe so einen Beitrag gesehen über diese ganzen bunten Zeitschriften, wie die bunte Freizeitreview und so, die dann immer so richtig reißerische Titelseiten haben, wird Prinz Philipp seine Kinder niemals wiedersehen. Ja. Und dann ist aber in dem Text, wenn du das aufschlägst und liest... Prinz Philipp ist blind. Ja, hat eine neue Brille bekommen. Ja, so. Ja. Ist halt echt so die Message davon. Bittere Tränenbeichte, irgendwie Trennungsgerüchte und so und Todesdrama bei Familie, Geist und so. Dabei ist irgendwie nur, weiß ich nicht, hat der... Die 7 Geißlein sind gestorben. Zum Beispiel, oder der Vater von den Geißen hat irgendwie einen Hasen umgefahren im Urlaub oder so. Das ist halt immer so völlig überzogen. Geil. Ja, also ich habe diese Woche auf jeden Fall etwas gesehen, was ich sehr viel besser als der Sicht von Kunst einfach sehe. Und ich kann es nicht enough stressen. Bo Burnham Inside auf Netflix. Guckt es euch an. Also wirklich, ich glaube, den habe ich auch schon mal in dem Kontext erwähnt, denn das einzige Problem, was ich mit ihm immer habe, ist, ich denke mir halt, Alter, also der ist halt so gut, dass es mich wütend macht, dass ich nicht so gut bin bei manchen Dingen. Wobei, man muss es halt auch so sehen, also der hat als YouTuber angefangen, hat dann Stand-Up gemacht, hat 8th Grade als Regisseur gemacht, was auch auf Anhieb ein Instant richtig guter Film war. Wahrscheinlich so der authentischste, wie sind Jugendliche heutzutage in Zeiten von Internet, Film. Und das ist jetzt quasi ein Special. Netflix-Special ist ja immer so ein Stand-Up vor Publikum, was dieses Jahr natürlich nicht ging oder letztes Jahr. Stattdessen hat er sich mehr oder weniger ein Jahr in einen Raum eingesperrt und alles in diesem Raum aufgenommen, übelst geil Licht eingesetzt, Lieder gemacht. Es ist ein bisschen wirr durcheinander, das sagt er auch selber. Aber das ist wirklich eins der besten künstlerischen Machwerke, die ich je gesehen habe. Es ist halt fucking gut. Er war allein in einem Raum, hat sich gefilmt. Ja, grob zusammengefasst, sehr grob zusammengefasst. Hat er Witze erzählt und Musik gemacht. Er hat Witze erzählt, er hat viele Musik... guck's dir einfach an, ich will auch gar nicht zu viel drüber reden. Es ist halt natürlich nicht, wenn man Netflix-Special hört, wie gesagt, dann denkt man an einen Typ, der auf der Bühne steht und einen Witz nach dem nächsten raushaut. Das ist hier ein bisschen anders. So, aber das war auch schon immer so seine Richtung, dass er eigentlich so sehr schwarzhumorig auch ist und eher so dich mal auch vor den Kopf stößt und so. Und alter Schwede, es ist fucking gut, Mann. Es ist quasi neu jetzt rausgekommen. Genau, es geht ungefähr 1,5 Stunden und es ist... Ich will gar nicht zu viel drüber reden. Einfach reinballern und auf sich wirken lassen. Hast du eigentlich bei Amazon Prime dieses LOL gesehen? Wer lacht, verliert mit Uli Herbig?
Nee, klingt wie was ich nicht gesehen haben muss. Ja, also es scheinen sich die Geister so ein bisschen daran. Da hat die Führungsriege der Comedy in Deutschland so in so einen Raum gebracht und so Thorsten Sträter, Karolin Kebekus, Nee, Teddy jetzt und habe ich das so. verwechselt. Ich dachte, das wäre diese mit Pocher, Mario Barth Nee, und nee, nee, darf nee, er nee. das Dings Nein, da. nein, 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 nein. Das hat schon ein bisschen mehr. Anke Engelke war dabei und so. Und Bigal Boning, glaube ich auch. Also von die Doofen. Die absolute Comedy-Elite Ist echt so. Also ich Deutschlands. fand, es war eine echt gute Auswahl. Nicht einer, den ich. Also ich kannte echt alle von denen. Und die hatten zwei Leben und mussten sich ja halt zum Lachen bringen. Überall waren so Fallen versteckt. So, wenn die den Kühlschrank aufgemacht haben, kam halt so ein Spruch Ein raus irgendwie. Furzgeräusch. Zum Beispiel auch der einfache Sachen manchmal. Wirklich. Ja. Oh, die haben halt wirklich ein fucking Es gab so Furzgeräusch. einfach, Oh es gab auch Gott. so irgendwelche Chipsdosen, die haben sie aufgedreht, da kamen halt so Schlangen rausgesprungen, so. Es Witzig. ist halt so Ich lache mich jetzt auf schon verschiedenen tot. Ebenen, so einmal diese ganzen Klassiker, aber auch halt so eine Bühne, haben sie manchmal so Gäste von extern eingeladen, die irgendwelche Sachen aufgeführt haben, oder die Stars durften selber Sachen aufführen und mussten halt die anderen zum Lachen bringen. Wer lacht, muss halt rausfliegen nach zwei Leben. Mirko Nonchef, auch großartiger Typ. Ich finde die Prämisse an sich halt schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Also auf dem Papier verstehe ich das und kann witzig sein oder was auch immer. Aber für den Zuschauer ist es doch sehr viel geiler, wenn viel gelacht wird statt wenig. Ja, So. du lachst ja quasi, also dir gibt es immer so Signale. Wenn es so död geht, müssen die aufhören, dürfen die nicht mehr lachen. Da kommt ein Geräusch, wenn einer gelacht hat, dürfen alle wieder quasi lachen und es rauslassen, so ein bisschen. Ach so. Und es ist so ein bisschen Trailer to Laugh Challenge irgendwie. Und du darfst ja lachen als Publikum, so als zuschauende Person. Aber Ja, die aber ich müssen halt meine, nicht es lachen. gibt ja Lacher aus der Tube bei alten Sitcoms, so aus einem guten Ach so, Grund, nee, das einfach weil es machen. hilft. Ich Da, kann mir da, halt vorstellen, dass Gags so viel flacher oder beschissener wirken, wenn halt keiner lacht. Da ist der Gag, dass sie ja auch so auf die manchmal so drauf zoomen, auf die Gesichter von den Leuten, die dann halt lachen wollen, aber nicht dürfen irgendwie. Die Comedians selber. Boah, also ich will nicht voreingenommen sein, aber alleine wenn du das halt sagst, ich sehe da halt das übelste Overacting vor mir, wie die Leute so, ich darf nicht Fand lachen, ich haha, nicht. lol. Also ich fand es authentisch. Ich fand, dass die Leute echt versucht, also die Comedians echt versucht haben, nicht zu lachen und da echt weirde Situationen entstanden sind. Okay. Und ich, also viele fanden es auch cringy. Aber ich fand es furchtbar witzig. Es sind so sechs Folgen, die gehen ja auch nicht lange. Und ich fand es richtig witzig. Okay. Ja, vielleicht gucke ich mir da mal einen Ausschnitt von an. Wahrscheinlich nicht. Nee, also pass auf, ich gucke mir da was an. Oder weiß ich nicht, ob du das hier überhaupt empfiehlst oder ob du das nur ansprichst. Also ich empfehle es jetzt mal nicht. Ich fand's lustig. Also ich empfehle Bo Burnham Inside auf jeden Fall. Sollte jeder gesehen haben, absolut jeder, der auch nur ansatzweise der englischen Sprache mächtig ist. Und falls nicht, gibt es garantiert auch deutsche Untertitel. Es ist fucking gut, Alter. Ich empfehle Ich hasse Kinder von Till Lindemann. Okay. Ist auch lustig. Gut. Wer nicht mehr lustig ist, ist Ingrid. Wer ist denn Ingrid? TV Total, Ingrid und Klaus. Ach, Kennst du die hä, beiden aber noch? hast du das nicht? Hast du es Echt? nicht War es letzte letzte Woche Woche schon schon? Echt? gesagt? Ich hab's jetzt nochmal irgendwie gespeichert gehabt. Ingrid ist tot oder so oder irgendwas. Nee, ich hab Corona hier war das? School of Rock Schauspieler ist gestorben. Vielleicht hast du mir das auch außerhalb vom Brennpunkt erzählt. Leute, wusstet ihr Ja, schon ja, vom ja, ja. Brennpunkt, dass Ingrid tot ist? Ich habe es nicht, nee, ich hab's nicht aufgeschrieben. Ich habe hier meine Sachen. Ich habe es dir letzte Woche erzählt, als wir uns nochmal im Park gesehen haben. Das kann sein. Da habe ich es erzählt. Genau. Und Ingrid und Klaus haben quasi auch so, wie wir beide quasi, die Woche eingeordnet. So aktuelle Themen. Es waren halt so ein älteres Ehepaar. Und sie halt so voll die Dame, so immer geschminkt. Und ihr Mann immer so im Sakko, also so im Smoking, nicht Smoking, im Sakko einfach. Im Sack. Im Sack. Und sie war halt sehr, also sie war sehr übergriffig, hat ihm oft vom Mund geschlagen vor laufender Kamera, wenn er nicht ihrer Meinung war oder er ihr ins Wort gefallen ist. Und die war voll der Drachen. Und ich fand die so unsympathisch und so gemein, dass sie ihren Mann vor der Kamera schlägt. Also ist sie jetzt zurecht gestorben, Und die ist willst du jetzt gestorben, sagen? das sage ich nicht. Sie ist gestorben. Und ich fand es beachtlich, dass ihr Mann irgendwie noch so ganz emotional war und meinte, irgendwie hat sie gepflegt die letzten Wochen, weil sie ja krank war. Und muss wohl noch dann so Trauerfeier gesagt haben: Schlaf gut, mein Schatz. Da dachte ich, krass, wie eng muss ihre Verbindung sein, dass er sich vor der Kamera schlagen lässt von seiner Frau und trotzdem sie so krass liebt und vermisst. Ja, weil häusliche Gewalt von Frauen an Männern ist halt witzig. Tino. Es ist leider ein Thema. Das ist ein bisschen wie Homoerotik ja auch lustig ist, wenn Männer irgendwie sich so an, so Kumpels, weißt du, wenn sie sich anmachen, so, ui, mein Süßer und so lachen immer alle. Würde nicht passieren, wenn es Mädchen und Junge machen würden. So ist es ein bisschen auch Ingrid. mit Gewalt von Frau zu Mann.
es wird halt so ein bisschen immer so, ja, komm, hab dich mal nicht so, es war halt nur ein Schlag auf die Schulter oder so. Ja. Wird nicht ernst genommen. Ich finde, dass Gewalt immer doof ist, von beiden Seiten. Das ist sehr richtig. Das bringt mich zum Danke. nächsten Thema, denn vielleicht wird es ja für Ingrid in 32 Jahren eine Andacht geben. Denn das hätte sie verdient, dieser Drache, genauso wie es die zahlreichen Studenten verdient haben, zum 32. Jubiläum, sage ich ganz vorsichtig, vom Tiananmen Square Massaker Jubiläum, verdient hätten, ja. Jubiläum, eine Kommt von Andacht zu Jubeln, bekommen. ja. Und ich kann, glaube ich, hier einfach ähnlich wie bei Bo Burnham nicht genug hervorheben, was das für eine Fucked-up-Situation war. Jeder kennt halt dieses Bild von dem Typen, der vorm Panzer steht. Aber A, kennt man wahrscheinlich nicht das ganze Bild rausgezoomt, dass da einfach 20 Panzer sind. Und B, das eigentliche Event, was zu diesem Bild geführt hat, das einen Tag vorher war, nämlich dass die ganzen Studenten, die auf diesem Platz sich versammelt haben, um zu protestieren, einfach alle niedergeschossen wurden, dann von Panzern immer wieder überfahren worden, bis es einfach nur noch Matsch war, um dann mit Hochdruckwasserwerfern in den Abfluss gespült zu werden. Das ist auf diesem Platz vor 32 Jahren passiert, denn das zweite Jahr in Folge hat China jetzt verboten, da eine Andacht abzuhalten. Der ganze Platz wurde dunkel gemacht und abgesperrt. Und deswegen, ich würde es einfach nochmal hervorheben wollen, was das für ein Event war, was gar nicht so lange her ist. Alle, oh ja, guck mal, dieses beeindruckende Foto von dem Mann vorm Panzer, von dem man übrigens nicht weiß, was aus dem geworden ist. Der ist einfach verschwunden. Wir können uns alle denken, was daraus geworden ist. Er ist in Urlaub geflogen. Der ist richtig Malle, Ja. Malle. Weltreise. Bierkönig ist der jetzt. Ja. Und ja, da sollten wir vielleicht überlegen, weil China auf jeden Fall auf dem Weg ist, hier den globalen Takt anzugeben, wenn sie es nicht eigentlich sogar schon tun, ob das so geil ist. So. Das gab es jetzt auch von John Cena, der ja eigentlich voll der coole Dude ist. Ja, der ist so voll so tolerant und Ich weiß, glaube ich, was du meinst. genau, und er hat wohl Taiwan als Land, also als Was Staat fällt bezeichnet. dem ein? Genau, und hat sich jetzt bei den chinesischen Fans entschuldigt dafür, dass er Taiwan als Land bezeichnet hat. Und finde ich irgendwie rückgratlos. Ich kann ihn verstehen. Er ist angewiesen auf diesen Markt, so als der große Der ist Schauspieler und so überhaupt weiter. nicht angewiesen. Der hat so viele Millionen, der ist auf gar nichts mehr angewiesen. Der könnte halt auch einfach ein bisschen Integrität zeigen und fuck off sagen. Ja, So. gut, ich sehe es genauso. Ich finde es scheiße. Ja, es ist halt So. wirklich so. Ich verstehe das auch. Ja, boah, da kriege ich dann den chinesischen Markt nicht mehr und so, bla. Das ist Bullshit. Und ich weiß nicht, wir hatten vor 2 Wochen mal was, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, wo es dann um Typecasting ging, nee, um, dass man halt Leute besetzt, nur um sie zu besetzen. Da ging es um dieses, genau dieses Quotenschwarze, wo hier der Skandal war mit Lehmann oder wer auch immer. Und da ist es ja auch so, dass China de facto chinesische Leute besetzt bekommt, einfach um diesen Markt abzugreifen. Das ist ja genau das Gleiche. Natürlich ist da diese rassistische Ladung von wegen, der ist schwarz, bla bla nicht. Aber es ist genau das, dass in großen Hollywood-Produktionen einfach chinesische Schauspieler besetzt werden, weil das dann im chinesischen Markt besser läuft. Das ist genau das. Die werden halt nicht da besetzt, um sie unbedingt zu repräsentieren, weil die irgendwie eine Minderheit sind in Amerika oder was auch immer, sondern einfach nur aus Cash-Gründen. Ja. Und wenn du, ob das jetzt ein Schwarzer ist oder ein Asiate, wenn du aus Cash-Gründen Leute besetzt, dann ist das nicht Inklusion, dann ist das einfach nur Crap. Ja. So. Ich rede mich hier schon wieder in Rage. Das kann man auch so sehen Weil Bam Margera so ein Opfer ist. Das kann man auch so sehen jetzt im Pride Month, der jetzt ist, Ja. so, dass auch viele Firmen wieder für sich entdecken, dass sie auch tolerant sind und jetzt über Regenbogenflaggen auf die Nivea-Packung drucken und Ja. überall hängen Regenbogenfahnen in irgendwelchen Büros und Gebäuden und Geschäften. Ist auf der einen Seite so ein Queer-Washing, sozusagen, irgendwie, ja, wir sind so nett und wollen, dass ihr bei uns einkauft. Aber auf der anderen Seite finde ich es ja auch gut, weil es ja ein gutes Statement bleibt, irgendwie. Klar, es ist ein bisschen, ja. Wie läuft das? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Am 1. Juli darf ich euch dann alle wieder anspucken, oder? Genau, aber Ja. im Juni ist quasi mal okay, schwul zu Okay. sein oder lesbisch, Nice. bisexuell, whatever. Aber ich finde es halt ein gutes Statement trotzdem, auch wenn es vielleicht marktwirtschaftlich erstmal hervorgerufen worden ist. Aber das Statement bleibt ja gleich irgendwie, dass alle Menschen gleich sein sollen und so weiter. Es ist wie mit dem Veganismus. Oh, voll der Trend. Ja, aber es ist doch ein guter Trend, egal wo das herkommt. Aber es ist doch cool, dass Menschen weniger Fleisch essen und weniger tierische Produkte essen. Die Message bleibt halt gleich Ja, gut, so.
Das ist völlig richtig. Ich sage ja auch nichts dagegen. Es geht nur darum, dass auch hier die Firmen das zu 95% aufgrund von Profit machen. Ja. Es ist halt einfach so. Gutes Image, aka mehr Geld. So. Also Ergebnisse, also wenn es halt echt dabei bleibt, dass sie echt halt nur irgendwie eine Person mehr besetzen durch eine chinesische Person, finde ich es irgendwie okay. Wenn sie jetzt aber irgendwie noch Propaganda einfügen müssen in ihre Drehbücher und in die PR-Aktion, dann finde ich es eher schwierig. Aber wenn es halt Ja. echt nur dieses Ding ist, sie besetzen jetzt eine Person mehr, finde ich es persönlich irgendwie auch wieder okay, weil das Ergebnis bleibt halt mehr Inklusion und mehr Ja. Diversität im Film. Aus demselben Grund finde ich es übrigens übelst schwachsinnig, wenn Leute, also in manchen Fällen, ob sie nun gecancelt werden oder wie man es auch nennen will, wenn sie halt nicht mehr angehört werden. Kevin Spacey zum Beispiel, ja, der halt kleine Jungs angedillt hat oder einen zumindest, so halb, was auch immer. So ganz klar ist das, glaube ich, bis heute nicht. Der wird halt auch nicht mehr angeheuert. Aufgrund der moralischen Verwerfung, die da ist, sondern weil, wenn ich den in meinen Film hole, kriege ich weniger Zuschauer für meinen Ja. Film. Und das ist halt so dumm und deswegen ist so viel Cancel dumm. Wobei, es ist natürlich schwierig. Also Cancel Culture und so, das ist auch für mich ein schwieriges Problem. Das ist kein neues Phänomen, das hat halt nur jetzt den Namen. Aber dass Deplattformen funktioniert, am Beispiel von Trump sehen wir das halt, der ist von Twitter runter, der ist von Facebook runter, der hat versucht, seine eigene Seite, was auch immer, hochzuziehen. Es funktioniert nicht. Der war 4 Jahre lang der Mittelpunkt der fucking Erde, ja. Ja. Und jetzt ist der halt einfach weg. Also klar, ein paar Leute kriegen schon auch was mit, so, aber der ist einfach weg. Und das ist gruselig, dass das so funktioniert. Wenn du jetzt einfach Obama jeden Zugang verwehrst, oder Obama vielleicht schlechtes Thema, weil er gerade eh nicht so, keine Ahnung, nimm halt Biden alles weg. Der ist auch Na, irgendwie, auf der weißt anderen Seite gibt es ja auch Prominente, die nicht mal Twitter benutzen wollen, die das gar nicht haben und du? trotzdem sehr präsent sind in den Medien und so weiter. Du kannst auch ohne soziale Medien Ja, irgendwie aber in Aufmerksamkeit den generieren. Medien, wenn die von den Medien abgelehnt werden, Attila Hildmann wird wahrscheinlich nicht bei ProSieben eingeladen, um mal in den Nachrichten einfach kurz was zu sagen oder so. Wie gesagt, wenn es den richtigen trifft, applaudieren wir, aber wenn es den falschen trifft. Bei so radikalen Leuten wie Hildmann, der halt Holocaust-Leugnung betreibt, finde ich es sinnvoll, dass er halt Ja. nicht bei ARD in einer Talkshow sitzt, so. Bei Trump ist es ein bisschen was anderes, aber jetzt nicht Ja, ich meine nur, ja. was ist, wenn das Gleiche mit Greta Thunberg gemacht wird? So, das ist halt einfach ich finde nur das Erschreckende, dass es halt so gut funktioniert. Ja, das sehen viele linksliberale Menschen ein bisschen anders, weil ja Menschen wie Trump und Hildmann ja ihre Propaganda darauf aufbauen, andere auszuschließen und Hass verbreiten und Menschenleben gefährden, wo man diese Intoleranz nicht tolerieren muss. Thunberg macht ja eher etwas für Menschen und für Richtig. die Gemeinschaft. Deswegen verstehe ich Leute, die es gut finden, wenn Leute wie Trump und Hildmann gecancelt werden, aber Thunberg halt nicht, weil die kann man nicht vergleichen miteinander. Ich sage ja, das ist völlig unabhängig von Personen. Ich sage nur, dass es funktioniert de facto und wir applaudieren, solange es uns gefällt, wen es trifft. Ja. Aber wer garantiert uns, dass es halt in der Zukunft, guck dir doch China an. In China, weißt du, da wird halt keiner irgendwie laut Gehör finden, der sagt, übrigens, hier war vor 32 Jahren so ein Massaker, haha. Da trauen sich die Leute auf der Straße nicht darüber zu reden, weil die halt auch direkt vor die Schnauze Ja, kriegen. das ist ja der Unterschied, dass es ja in China auch so eine gewisse Willkür hat und Menschen, die nur ihre Meinung sagen, die aber eigentlich legitim ist und keinem weh tut, dass die untergraben wird. Aber Menschen wie Hildmann, die halt tatsächlich hetzen und Lügen verbreiten und auch zu Mord aufrufen, das ist Tino, eine ich andere weiß, das ist ein Gewichtung. Unterschied. Darum geht es mir halt gar nicht. Wie gesagt, ich finde das ja auch gut, wenn Hildmann nicht die Gedanken von tausenden Leuten vergiftet. Es geht mir nicht um die Person, sondern nur um die Sache an sich und dass es funktioniert. Und wenn es irgendwann die Falschen trifft, ist es zu spät. Dann kann man es halt Ja, nicht mehr genau. verhindern oder rückgängig machen. Aber von der Richtung kommt es, glaube ich, auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird, dass man Thunberg oder so Es runterrattern wird immer der wird. Status quo verteidigt und nicht die Revolution. Ja. Und Greta Thunberg ist die Revolution. Auch wenn das jetzt ein sehr hochgegriffenes Wort ist, aber sie steht dafür, dass wir radikale Änderungen machen. Und das wird der Status quo nicht gut finden. Na, bisher sieht es ja ganz gut für sie aus. Mal sehen. Wird krass, wenn sie mal älter wird. Also jetzt ist sie ja noch irgendwie ein Kind, wird nicht so ernst genommen von vielen Leuten. Wenn sie mal richtig, also erwachsen ist und Dann muss sie wirklich Korn machen, aktiv, um relevant zu bleiben. wahrscheinlich, ja. Ja. Ne, aber ich denke echt, dass wir noch viel von ihr hören werden. Also ich gehe davon aus, dass sie Gestöhne. aktiv bleiben wird. Auch, ja.
Von mir aus. Ich war zu ernst die letzten 20 Minuten. Ich muss jetzt. Wenn das ihr Ding ist, kann sie auch gerne Pornos drehen. Das ist ja auch eine Form von Feminismus. Sie kann, es gibt, bei Evil Dead gibt es so eine Szene, wo eine Frau von einem Baum vergewaltigt wird. Vielleicht kann sie das. Oh. Ja. Da sehe ich sie. Sie ist jetzt 18, oder? Darf man solche Witze machen? Ich glaube schon. Aber kurz zu Hildmann, da gab es einen viralen Screenshot, in welchem er in der Telegram-Gruppe geschrieben hat, meine Mutter hat sich impfen lassen und ein gebrochenes Herz. Oh. Ja. Traurig. Liebe Grüße gehen raus an Hildmann. Ja. Ja, die AMC-Aktie ist am Steigen, will ich zumindest kurz erwähnen, weil wir so viel ausführlich über GameStop geredet haben. AMC ist ja da in einer ähnlichen Sparte, ist auch so aus Meme-Gründen mehr oder weniger gehypt worden, aber halt auch schon aus, ja, lass mal das dich vor die Hunde gehen. Und das ist jetzt diese Woche richtig steil gegangen. Und dann, wir wollen mal ein bisschen über positive Sachen reden, denn gerne. Die University of Edinburgh hat erfolgreich ein Medikament getestet, was Krebszellen tötet, ohne die gesunden Zellen daneben zu gefährden. Also das könnte ein richtig großer Step Richtung Fuck-Krebs sein. Nice. Das wäre doch mal was. Ja. Ich so. Finde Krebs doof. Dadurch, dass Trumps Block jetzt weg ist, ist auch diese digitale Krebszelle verschwunden. Mhm. Und eventuell wird es auch mit den Analogen bald so sein. Ja, finde ich gut. Yes. Gut, wo wir gerade bei guten Nachrichten sind. Joe Biden will dann übrigens 75% aller ungenutzten Covid-Vakzine an alle UN- also alle Länder, die UN Mitglieder Eloquenz sind. Ja. Was sind hier für Sounds, Alter? Ja, die hören wieder. I, Kinder, Alter. Ich höre Kinder schreien. Ich hasse Kinder. Krieg direkt ganz unangenehm. Und ja, das ist doch sehr schön. Vielleicht auch an Hildmann. Bestimmt. Aber zu dem Thema Bundesnotbremse ist jetzt vorbei. Bitte was? Bundesnotbremse. Ach so. Ja. Ist vorbei. Das, es war Alltag in der Stadt, als ich da unterwegs war. Es war richtig hart. Die Außenastronomie hat wieder auf. Die Ampeln sind auf grün, wie man so schön die sagt. Die Außenastronomie. Die hat immer auf. Und die Außenastrologie. Ja. Außengastrologie. Alles hat auf. Und ich finde es ein bisschen seltsam. Also wäre ich jetzt in der Position von Hildmann und Co., die ja gesagt haben, die Bundesnotbremse ist ein Ermächtigungsgesetz, dann ist es ein sehr schlechtes Ermächtigungsgesetz, weil das ja jetzt nach ein paar Wochen wieder aufgehoben worden ist. Lockerungen wieder einsteigen. Und Ermächtigungsgesetz mehr. Es ist Ermächtigungsgesetz würdig tatsächlich. Und ja. Ich finde es schön. Ich habe es auch ein bisschen genutzt, war auch letztens Essen. Und es war, weiß ich nicht, es war wie vorpandemisch. Hm. War das eventreich für dich, dieses Essen? Es war eventreich, tatsächlich. Schön. Okay. Was auch eventreich war, war die Reise eines eines philippinischen Filu. Wissenschaftlers. Eines Filu. Der ist nämlich in den dritttiefsten Trench, wie sagt man, Graben eingetaucht. Mhm. Der Welt. Also in die Scheide deiner Mutter, um auch mal wieder diesen Mutterwitz hier reinzustreuen. Nein, es ist nicht der Marianne-Graben, es ist der dritttiefste. Und weißt du, was er da gefunden hat? Hildmann. Nee, ganz überraschend, Plastik. Nein. Er hat Hosen gefunden, er hat T-Shirts gefunden, er hat Verpackungen gefunden. Also haben auch schon die Dinosaurier damals Plastikhosen getragen. Genau. Und, die Dinosaurier, das ist denen vom Körper geplatzt und leider in diesem Graben gelandet. Mhm. Nee, fand ich ganz interessant. Das, weißt du hast hier eine Hose an, schön Polyester. Übrigens guter Song von Rod, finde ich immer wieder gut, ja, bis auf die erste Zeile. Und yes, super geil. Freut mich, dass er also im Graben war. In den tiefsten Tiefen des Ozeans findet sich unser Müll. Von daher, Greta, verschwendet man nicht so viel Zeit mit irgendwelchen Bäumen, an denen du da zugange bist, also sondern mach mal, dass Plastik weg ist. Doch eher weniger Baumpornos drehen, viel mehr ins Meer schwimmen und eigenhändig das Plastik rausholen. Yes, das wäre doch was. Unsere Empfehlung. Wo wir gerade von Umweltkatastrophen sprechen. Auch richtig gut. Ist wahrscheinlich diese Woche ein bisschen unter dem Radar gewesen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass in Sri Lanka ein Schiff verunglückt ist. Nee. Mit 25 Tonnen Säure. Eins der schlimmsten Umweltdesaster,
der letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte. Habe ich nicht mitbekommen. Keinen interessiert so. Mhm. 25.000 Tonnen Säure, übelst geil. Und ja, es ist halt gut. Und ich weiß nicht, die Backstory dahinter war so ein bisschen, dass der Kapitän von dem Schiff, oder die Kapitänin, glaube ich, whatever, war Kapitäness. Ja, war ja klar. Nee, die hat halt vorher gesagt, ey, wir haben hier irgendwie ein Problem. Aber, welcome to Kapitalismus, die Kosten für sowas beseitigen sind geringer, als wenn du da irgendwie intervenierst, wenn es gerade unterwegs ist. Ist ein bisschen, ne, Viertelwissen jetzt gerade wieder, aber es war halt so, dass sie vorher schon gesagt hat, die Person, hier, wir haben da ein mögliches Problem, macht mal was. Und es wurde halt nichts gemacht. Mhm. Und dann ist der Kahn halt in den Dreck gefahren oder hat den Dreck eher ins Meer reingefahren. Da kannst du wieder sehen, dass es wieder ums Geld geht, so, und lieber einen Chinesen mehr besetzt in dem Film als ein bisschen, also. Ja, genau das. Es zieht sich durch, das Thema. Es zieht sich sehr durch. Da können wir nochmal auf den letzten Podcast, den letzten Hörerwunsch verweisen. Mit wenig Geld geht's eben auch. Richtig. Hätten die auch mal drauf hören. Hätten die den Podcast gehört von uns, dass es auch mit wenig Geld geht, ja, wäre es anders gelaufen, glaube ich. Übrigens, Grey Wolf hat sich noch einen Hörerwunsch gewünscht, aber völlig freie Themenwahl. Oh. Also da kannst du mal überlegen. Gendern 2, mein Vorschlag. Halt's Nee, aber da können wir echt mal überlegen, ob irgendwie eine Sache, die vielleicht überhaupt nicht Erwähnung findet oder so, oder eine Sache, über die du schon mal immer leidenschaftlich reden wolltest. Oh, Wrestling das ja auch so, zum Beispiel. So Rashford Wrestling. Oh, nice. Muss auch nicht ein Thema sein. Nee, wir können ja so halbe Stunde das oder so machen. Ja, nice. Und gerne, also Wrestling ist ja jetzt nicht so, dass ich da keine Ahnung von hätte. Ja, ich meine weiß, Kindheit habe ich völlig verwrestelt. Deswegen. Gerne. Danke, Greywolf, an dieser Stelle nochmal. Und Hugo für den Gender-Podcast. Ja, es wird lustig. Wir freuen uns so sehr. Ich freue mich echt wirklich drauf. Wer auch seine Zukunft, seine Vergangenheit verwrestelt hat, war Andreas Gabalier. Der ist ja aufgefallen, das ist dieser Volks... Mit diesem Albumcover, war das denn? Ja, es war dieser Hakenkreuz-Typ, der so, genau, also auf dem Bild wie so ein Hakenkreuz aussah und auch so ganz komische Sachen gesagt hat, wie Homosexuelle sollen sich doch vor den Kindern nicht so zeigen und die Welt wäre Gender verseucht und so und ganz furchtbare Sachen, ist mit Naidu irgendwie auf Naidu. Ja. Und viele sind während der Pandemie nach rechts gedriftet. Ja, Naidu, Hildmann und so weiter und Wendler. Gabalier ist nach links. Déjà vu. Ist nach links gedriftet, denn er hat jetzt einen Song veröffentlicht, der sich gegen Rassismus, gegen Homophobie wendet. Oh. Andreas fucking Gabalier. Aber du? Ist das vielleicht so ein Pride Month Image, gebt mir euer Geld, ihr Tucken-Ding? Das ist ja erstmal legal, aber das Kunstwerk bleibt ja da, weißt du? Hm. Also, weißt du nicht, es ist, ich hab's noch nicht gehört, ich hab's nur erstmal gelesen, noch bevor ich losgelaufen bin zu dir. Und ich dachte, krass, dass der nach links gedriftet ist. Ob er sich jetzt entschuldigt dafür, weiß ich jetzt nicht, für die Vergangenheit, aber das ist ein gutes Statement. Ja. Hat mich ein bisschen gewundert. Und noch mein letztes Thema für heute, was noch wichtig werden wird die kommende Woche, der Hashtag Spahn-Rücktritt. Oh oh. Denn Jens Spahn, jetzt ist aufgeflogen, nachdem sein Ehemann wohl ganz billige Geschäfte mit Masken gemacht, also mit Mund-Nasen-Schutzmasken gemacht hat, gibt es jetzt wohl, hat der Spiegel rausgefunden, dass nutzlose Masken verteilt werden sollten an Menschen mit Behinderungen und Obdachlose. Das war so ein bisschen sein Ziel, dass man die halt irgendwie los wird. Und das können ja ruhig die Behindis und die Obdachlosis, jetzt, die wir eh nicht brauchen, benutzen. Es ist jetzt rausgekommen. Es sind wohl hunderte Millionen nutzlose Masken. Und das ist gerade der Hashtag des Tages auf Twitter. Und sogar die AfD, sogar Alice Weidel hat da mitgemacht und meinte, ja, wie kann man die Schwächsten der Schwachen so ausnutzen und denen so Masken hinschicken. Das ist sehr ironisch, gerade die AfD, die ja am liebsten an der Grenze Flüchtlinge erschießen will und Menschen ertrinken lassen will. Aber jetzt sind sich vor alle einig, dass Jens Spahn nicht so der Beste für das Amt ist. Und es kann passieren, dass er kommende Woche, und während ihr das hört... Spahn wird nicht unser neuer Bundeskanzler. Ich glaube nicht. Ich war ganz kurz, dachte ich letztes Jahr, er könnte die Kurve reißen. Auch als erster schwuler Bundeskanzler wäre ich auch mal eine Sensation. Darum geht es aber auch gar nicht. Ja. Aber wär spannend gewesen. Gerade auch außenpolitisch. Jedenfalls kann es passieren, wenn ihr den Podcast hört, dass er zurückgetreten ist. Dass der Druck zu groß geworden ist. Glaube ich nicht. Kann sein. I don't believe it. Vielleicht. Ich fände es Seit wann
Das ist doch schon lange nicht mehr so, dass Leute in der Politik einen Fehltritt machen und dann Konsequenzen davon haben. Bei Doktorarbeiten schon. Es gab sogar jetzt irgendwie ja, so... Ja, wann ist das gewesen? Oder meinst vor du paar nicht Tagen Herr erst. von Futtenberg? Nee, Griffey erst ist zurückgetreten, weil ihre Doktorarbeit wohl auch gefälscht oder Mangel aufgewiesen hat. Und ist vor einer Woche zurückgetreten als Familienministerin oder irgendwas, weiß ich gerade gar nicht. Also ständig treten Leute wegen Doktortiteln zurück. Und es gab sogar jetzt eine Diskussion, ob man Doktortitel nicht ganz abschaffen soll sogar, weil es eh keinen Sinn Damit mehr hat. Politiker nicht mehr zurücktreten müssen. Richtig, richtig. Ja, die armen Schweine. Spannende Idee. Ja. Übrigens, dein Till Lindemann, wenn der mal einen Song macht, ich hasse Inder, dann bin ich interessiert. Weil er hier so, ah, ich provoziere jetzt mal, lol, lol. Aber da traut er sich, glaube ich, nicht hin. Oder ich hasse Tinder. Na gut, ja. Hätte ich gerne gehört. Das ist dann eher Mainstream. Ach so. Ja. Aber ich hasse Inder, ist auch Mainstream bestimmt. In gewissen Kreisen. In Indien. In Indien, die hassen sich halt selbst. Inder hassen Inder, wenn sie in der Kaste unter sich sind. Damit haben wir den Bogen zum Anfang des Podcasts geschlossen und können die Woche bewerten, Tino. Das stimmt. Wir werden immer professioneller. Ich kack mir ein, ey. Vergewaltigung von Bäumen. Es brauchte 118 Folgen, dass wir mal anfangen, hier einigermaßen professionell zu werden. Ich fand die Woche schwach. Also, die Notbremse ist jetzt wieder aus und man darf jetzt wieder mehr machen. Ist jetzt aus? Ja, Eloquenz, ja auch nicht können viel. Wir können jetzt richtig mit Vollgas können wir jetzt fahren. Mit Vollgas? Das wollten wir doch seit 45 nicht mehr machen. Also ich finde es halt spannend irgendwie. Oh Gott, nein. Eieiei. Scheiße. Ja, Entschuldigung. Ja, also Trump ist halt, weißt du nicht, das ist alles noch so, die Dinge, die spannend waren die Woche, die sind eher so leicht am Brodeln gewesen, so ein bisschen, dass Trump wieder so aufbegehren will. Aber auch das ist nur eine Scheinflamme ich, vielleicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir diese Woche das erste Mal relativ weit auseinandergehen werden. Echt? Denn der Drachenlord-Angriff für mich, der eventuell ein kleiner Wendepunkt ist, die Explosion, die halt dich nicht so betrifft, aber weil ich mich da halt mit beschäftige, ist es halt auch eine Person gestorben. Ja, also bitte. Ja. Gut, es ist nur eine Explosion, ja, okay. Dann das Jackass-Ding, beziehungsweise Bam Margera, Restraining Order, das ist für mich auch eine große Sache. Und, ich kann es nicht oft genug betonen, Bo Burnham Inside. Ich habe mir halt extra vorher, als ich das gelesen habe, habe ich mir im Vorfeld eine Erinnerung gemacht, dass ich mir selber eine Telegram-Nachricht schreibe an dem Tag, wenn das rausgeht, weil ich das unbedingt gucken wollte. Und I did not leave disappointed. Es war einfach sehr, sehr gut. Jeder muss das sehen und das ist ein Highlight diese Woche gewesen. Okay, also ich bin echt unter 5, auf jeden Fall. Also ich hätte sogar fast eine 3 gesagt. Ui, aber das wird eine Split-Wertung. Wir können ja auch den Mittelwert nehmen oder den, weiß ich nicht. Du nimmst eine 3, ich nehme mindestens eine 7. Okay. Das zusammen sind ja auch schon mal 10. Ja, dann nehmen wir eine 10, ja. 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 Ja, lass uns doch. Wenn wir uns in der Mitte treffen, dann müssen wir uns halt bei 6,5 treffen. Ja. Nee, aber... Das haben wir noch nie gemacht. Guck mal, die 118. Folge, das ist doch eine geile Zahl. Da machen wir einfach eine Split-Wertung. Die Woche ist eine 3 und 7 von 10. Okay, perfekt, machen wir es. Geil. Ja. Wir können ja auch mal den Chat an dieser Stelle befragen. In den Kommentaren, was war denn die Woche für euch? Ja. Und bitte antwortet erst, nachdem ihr das Bo Burnham Special gesehen habt. Und nachdem ihr den Andreas Gabalier-Song gehört habt. Ja, und Kinder gehasst habt. Genau. Und Inder und Greta Thunberg das Plastik aus dem Ozean rausgefischt hat. Ja. Die soll mal endlich was machen. Und ihr dürft gerne Sachen vorschlagen für die 120. Folge. Wir haben schon gute Ideen in unserem Kopf. Richtig gute Ideen. Ich finde die tatsächlich echt. Also mit dem Schild und so. Machen wir. Finde ich gut. Okay. Okay. Okay, okay. Danke fürs Zuhören. Ja. Ich muss niesen, aber ich will nicht niesen. Na, dann mache ich schnell aus. Die Musik wird eh gerade laut. Oder? Ja. Hatschi, hatschi, hatschi. Geilo. Tschüss oder so.